Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Modifikation. Heute zeige ich euch die Mob-Armor-Mod für die Minecraft-Version 1.7.10 und was die Modifikation bringt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Bleibt dran! Gut, hier sind wir auch wieder und wie man gesehen hat, habe ich hier so eine, ein Zombie Kostüm an. Und das gibt uns halt viele Effekte. Das gibt es halt in vielen, vielen Mobs. Und bloß sind wir halt ein bisschen fett, weil wir halt sogar unsere normale Breite auch noch dazu haben. Und ja, die möchte ich euch heute zeigen, diese Modifikation. Und ich würde mich über 100 Likes freuen. Ihr könnt natürlich auch Mod-Vorstellungen in die Kommentare schreiben. Und könnt auch natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Modifikation haltet. So, ja, würde ich sagen, fangen wir an. Als erstes, es gibt noch keine Crafting-Rezepte, das soll noch geändert werden. Und ja, wir fangen mit dem Zombie an. So, ich habe die Rüstung hier schon an und die habe ich doppelt. So. Und dann haben wir hier so einen Flash-Cutter. Ich weiß nicht genau, ob das dazu gehört, aber scheint mir am plausibelsten, weil erstmal 7 Damage hat der Flash-Cutter. Er hat einen Rückstoß von 4, Stärke 1 und Bann 1, also ziemlich, ziemlich stark. Und gibt halt den Gegnern, wenn man die schlägt, einen Poison-Effekt. Kann ich euch mal zeigen? So. Stirb. Guckt, seht ihr auch oben links in der Leiste? Noch 10 Sekunden. Bloß kackt das Vieh davon nicht ab. Und ja, und allgemein bringt uns diese Rüstung hier Nachtsicht 1. Also. Okay, bringt uns jetzt wenig mit dem Shader. So, eigentlich ist es hier schon recht dunkel. Und kann ich mal ausziehen? Ja, okay, liegt jetzt wahrscheinlich am Shader dran. Also, ja. Würde ich mal sagen, löschen wir das Ganze und gehen wieder zurück. Ja, dann machen wir weiter mit dem Skelett. Das Skelett hat nur eine Rüstung, kein Schwert oder so. Das können wir mal anziehen. Und es gibt uns halt auch einen Buff, und zwar, wir können richtig schnell rennen. Und das sieht so komisch aus, aber irgendwie, das ist irgendwie voll lustig. Von hinten, wenn man läuft, so ein Adipositas-Skelett, ein übergewichtiges Skelett. Das sieht schon lustig aus. Und ja, machen wir weiter. So, packen wir das raus. Und dann nehmen wir uns das von einem Wither. So, und dann gibt es noch ein Wither-Schwert. Erstmal ziehen wir das an. Sehen wir aus wie ein Wither. So. Nur wenn wir es komplett anhaben, alles haben wir auch hier so durchsichtig gesehen Körper. Also kann man da durchschauen. Und ja, das Schwert. Das macht halt nur 4 Damage, aber wenn wir ein Mob damit, ne, es hat nur 1 HP. So, ein Mob damit angreifen, kriegt es das Wither, einen Wither-Effekt. So, der ist sehr, sehr stark und damit können wir auch nachts sehr, sehr, ja, gut jagen gehen. Und diese Schwerter und alle Waffen haben 1000 Haltbarkeit, von daher ist nicht so viel. Aber auch nicht so wenig. Also, bin gespannt auf die Crafting-Rezepte. Könnt ihr in den Link gucken. Da werde ich das, ist es ja verlinkt. Da kann man gucken, immer, ob die ein Update haben. Ja, dann kommen wir zum Enderman. Die Rüstung, damit kann man sich leider nicht teleportieren. Aber dafür gibt es einen anderen coolen Effekt. Und zwar, wenn wir in den Survival-Modus gehen. Haben wir, plus 30 Leben. Ja, so. Und wir haben halt Nachtsicht und extra Energie, halt wie gesagt, die Leben und eine Sprungkraft 3. Und wir sind ein dicker Enderman. Oder ein pummeliger kleiner. So. Also, sieht ziemlich lustig aus so, der Enderman. Hui. Und ja, dann weiter. Und zwar mit der Lore, also Blaze, können wir anziehen und ja, das ist mit die stärkste Rüstung von den Buffs. Nachtsicht, extra Energie, Sprungkraft und Feuerschutz 2. Und okay. Und ja, hier haben wir halt ein Slasher und das hat Rückschuss 5 und Plünderung 3 und 4 Angriffsdamage. Aber das Coole haben wir hier, also haben wir mit Rechtsklick. Und zwar. Ah, okay, klappt nicht. Dann müssen wir ihn eben töten. So, also setzt sie sofort unter Feuer, das ist ziemlich cool.
Ach, wir brauchen Kohle, wir brauchen Kohle. Habe ich ganz vergessen. Wir brauchen Kohle. So, Kohle. Und dann können wir auch Feuerbälle schießen. Hey, wieso geht das nicht? Da haben wir Feuerbälle geschossen. Da, Rechtsklick halten. Und wir können Feuerbälle schießen. Ah ne, es geht auf Energie. Stimmt. Also sieht man, die Energie geht ganz schnell weg. Und die können die hier mal abfackeln. So. Dann können wir noch hier runtergehen. So schön die XP und alles mitnehmen. Erstmal hier ein bisschen Licht machen. Okay. Also ist ziemlich cool. Dann gehen wir mal wieder hoch. Und dann. Anstrengend. So, Zombie Villager. Zombie Villager ist halt ein Mischmasch aus Villager und Zombie, wie man sieht. So. Bloß fehlt nur noch die. Okay, die Nase ist sogar da. Aber ja. Sieht ziemlich bescheid aus. Hat halt auch einen Effekt, und zwar, dass man recht schnell rennt. Und Nachtsicht 2, Eile 3 und Stärke 2. Also können wir richtig schnell abbauen. Also richtig hier geht ab wie Schmitz' Katze. So, kann wieder ausziehen. Und dann kommen wir zum normalen Villager. Der hat so farbige Rüstung. Ich weiß nicht, warum die so farbig ist. Aber na gut. So, damit haben wir Schnelligkeit 3, Eile 3 und Sprungkraft 2. Also können wir hier so hochjumpen. Also so ein Speedy Gonzales. Und ja, ist eigentlich auch ganz cool. Ich freue mich schon, wenn das mit dem Crafting-Rezept rauskommt. Macht dann bestimmt, also ist der Mod bestimmt, oder die Mod eher gesagt, bestimmt sehr recht nützlich. Ja, dann kommen wir zum Iron Golem. Das ist die stärkste Rüstung. Und den Iron Smacker ziehen wir die erstmal an, die Rüstung. Dann sehen wir erstmal aus. So ein kleiner. Hier, ein Iron Golem. Und wir haben 100 Bonus Leben. Und ja, Langsamkeit 2, Sprungkraft 2 und Unterwasser Atem 2. Also, wir können halt unter Wasser die ganze Zeit bleiben. Okay, und dann haben wir hier den Iron Smacker und damit können wir einfach, der hat halt wie viel Damage? 12? Okay, 12. Und damit können wir, wenn wir welche schlagen, welche in die Luft fetzen. Komm, 1 HP, da fetzt ja sofort in die Luft. Machen wir mal da hinten. So. Ja, du bist auch sofort tot. Also die fetzt nach oben und dann droppen sie. Das können wir auch bei Mo könnten wir auch bei Mobs machen, aber. Ach, ihr wisst ja ungefähr, wie es funktioniert jetzt. So, dann machen wir mit einem. Erstmal mit weit healen. So, mit einem Zombie-Pigman weiter. Der hat so schöne pinke Rüstung und ein Pigman-goldenes Schwert. So, ziehen wir mal an. Und jetzt sind wir so ein, auch wieder so pummelig. Das sieht aber trotzdem cool aus mit dem Cape. Ja, dann kommen mal welche Effekte. Nachtsicht 2, Schnelligkeit 2 und Feuerresistenz, Feuerschutz 2. Und ja, es ist recht schnell. So. Und das Schwert macht 8,25 Damage. Hat zwei Rückstoß und eine Schärfe. Und wenn wir Rechtsklick machen, sind wir kurze Zeit sehr, sehr schnell. So. Ist ziemlich krass geil. Besonders, das können wir die ganze Zeit machen, aber dafür geht halt unsere Energie vom Schwert, also Haltbarkeit vom Schwert kaputt. Also geht weg, ja. So, dann kommen wir zu Steve. Steve hat zwei Sachen. Und das ist nicht normaler Steve. Okay, das ist doch jetzt ein Steve-Head. Okay. Ich weiß es gar nicht. Habe ich das Falsche genommen? Nee, habe ich nicht. Okay. So, der hat Schnelligkeit 2, Stärke 1 und Sprungkraft 2. So. Seid recht schnell. Dann haben wir hier die Pickaxe. Die hat Haltbarkeit 2, Effizienz 1. Und ja. Rechtsklick kann man fackeln, wenn man. Na, hierfür brauchten wir die Kohle. Genau. Oh. Hierfür brauchten wir die Kohle. Also Rechtsklick. Und einmal Rechtsklick und der platziert gleich zwei Fackeln. Können wir abbauen und haben eine Fackel. Okay. Schade. Meint ja, versuchen Lifehack so. Ja. So, haben wir Fackeln. Und das Schwert ist auch ziemlich cool. Und zwar hat Haltbarkeit 2, Stärke 1 und 7 Angriffs-Damage. Und wenn wir Rechtsklick machen,
dann schreit er so und wir haben für kurze Zeit 4 Bonusleben. Und davon geht aber auch die Stärke kaputt. Also kann ich mal zeigen. Ich kann mich ja jetzt mal hier angreifen lassen. Eben hier was platzieren. Ja, hier komme ich auf stärkere Mobs. Ne, hier sind keine stärkeren. Okay, greif mich an. Ich glaube, das wird so nix. So, jetzt kann man sehen. Rechtsklick. Und da gehen erst die anderen Herzen weg. Ah, komm, hier durchgehend Rechtsklick machen. Ist mir egal, wenn die Steuer davon weggeht. So. Und ja, das ist eigentlich schon die Modifikation. Und wenn sie euch gefällt, dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, jetzt geht es weiter mit der Installation auf dem Desktop. Und wir brauchen einfach nur die Mob Armor Modifikation und die Forge. Das ist die falsche. Die hier. Ja, beides werde ich in die Beschreibung setzen. Und wir brauchen einfach nur in die Beschreibung gehen und dort auf die beiden Links zu klicken. Einmal hier drauf. Da könnt ihr nochmal hier durchlesen, bla bla bla. Und da könnt ihr auf Forum Post gehen. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Und dann drücken wir hier bei 1710 auf diesen Link. Ja, ich brauche es jetzt nicht vormachen, ist ja eigentlich ganz easy. Oben rechts dann auf überspringen. Und die zweite Seite, die habe ich vergessen zu öffnen, das ist die hier. Wenn ihr da drauf seid, guckt ihr einfach bei 1.7.10 Recommender, also empfohlene Version 10.13.0.11.0.8.0. Da, die habe ich auch. Einfach auf Installer drücken und der Download die auch mit AdFly einfach mit Werbung überspringen. Dann einfach einen Doppelklick dann auf die Minecraft Forge, wenn wir die runtergeladen haben. Achtet darauf, dass euer Fahrzeug.Minecraft-Ordner stimmt, das ist wichtig, sonst kann die Installation nicht klappen. Dann auch, dass sie oben ausgewählt ist und drücken wir auf OK. Lass uns kurz downloaden. Und wenn das fertig heruntergeladen ist, drücken wir auf OK. Dann halten wir die Windows-Taste und R. Dann öffnet sich das Fenster Ausführung und wir geben dort ein Prozent App-Data Prozent, wie es hier schon steht. Drücken wir auf OK. Gehen in den Punkt Minecraft-Ordner, dann brauchen wir einen Mods-Ordner, der erstellt sich, wenn wir Minecraft jetzt öffnen, da wir schon Minecraft Forge installiert haben, oder wir stellen ihn einfach, oder ihr habt den am besten schon, MUDS. Dort sollten eigentlich keine Modifikationen drin sein, am Anfang. Oder ihr müsst austesten, weil zum Beispiel gibt es Modifikationen, die sind nicht mit Forge kompatibel oder mit anderen Mods, weil die dann crashen oder eine andere die gleiche ID haben. Aber bei diesen Modifikationen geht es. Also Mob Armor lösche ich jetzt wieder raus. Gehe ich hier in die Modifikation rein. Und dann, wie wir sehen, haben wir hier, erstmal hier die WinRAR links erschließen, haben wir hier nochmal drin eine JAR-Version. Einfach hier reinziehen. Und dann können wir die beide schließen und können Minecraft öffnen. Eigentlich ziemlich leichte Installation. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr das Profil auswählt. Es geht auch recht schnell. Und zwar, ihr drückt zum Beispiel auf neues Profil oder Profil bearbeiten und nennt es zum Beispiel Mob Armor so. Geht dann, welche Version ihr nutzt. Hier habe ich schon bei mir fertig ausgewählt. 1, 7, 10, 10, 13, 0, 11, 8, 0, Save. Und dann wählt ihr diese au ab. So, aufrufen, so, nicht abrufen. Und dann auf Play und warten kurz ab. So, das kann ich wieder hinten in der Datei tun. Und das hier brauche ich ja nicht mehr, weil wir die Mod ja schon installiert haben. So. Ja. Warten wir noch kurz ab. So, und jetzt sehen wir, sind wir auf dem Homescreen, drücken auf Mods und dann sehen wir hier, wenn wir hier runter scrollen. Da Mob Armor Mod ist aktiv. Und ja, ihr könnt schon anfangen zu zocken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Spiel Spaß, abonnieren, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.